Hallo Leute, hier ist der Full of Games und herzlich willkommen zum Beginn der GPL Season 6. Ja, es beginnt wieder, es fängt wieder an und mit einem neuen Team wollen wir in der GPL mal wieder einreißen. Letzte Season lief es leider nicht so gut, wir kamen nur auf den zweiten Platz und diese Season sind wir natürlich ambitioniert, dass es besser geht. Denn wir haben ja Season 4 gewonnen und es sollte doch für uns das Ziel sein, den ersten Platz zu erreichen, nicht irgendwas Playoffs kriegen oder so. Nein, wir wollen bis ganz nach oben. Ja, was ändert sich in dieser Season? Wie gesagt, ich habe eben auch sowas mit Playoffs angesprochen. Ja, es gibt zwei Konferenzen. Es gibt die Sun Conference, es gibt die Moon Conference. Ich bin in der Moon Conference mit so starken Gegnern wie Belly, wie Ele, wie Regi. Und das wird ganz interessant. Zum Beispiel ist Regi auch mein erster Gegner. Aber ich denke mal, das Video sollte jetzt erstmal dazu sein, dass ich einfach mal drüber rede, was genau für ein Team ich mir hier gebaut habe und wie das ganze Team, was ihr hier jetzt seht, zustande gekommen ist. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Reise zurück. Das Ganze war, vor einer halben Ewigkeit gefühlt, vor einigen Monaten habe ich mir darüber nachgedacht, okay, ich weiß, die nächste Season wird beginnen, aber was genau wird jetzt eigentlich, das ist jetzt irrelevant, aber was genau möchte ich eigentlich haben? Ich habe mir zwei Kollegen geschnappt, einmal den Levis, einmal den guten Relos und ich habe mir gedacht, okay, gucken wir einfach mal so durch die Tiers erstmal und gucken mal, was ist ganz cool. Am Anfang habe ich mir gedacht, ey, Skarmory, den möchte ich auf jeden Fall haben, der ist super cool. Slowpoke habe ich mir aufgeschrieben und einfach so ein paar Monster, einfach, das sind einfach Trash-Monster, die ich mir gedacht habe, die kann man in der BMD mal picken, weil die einfach cool sind. Da sind sogar einige dabei. Genau. Ja, stimmt, Luan, das habe ich auch richtig gehypt. Sowas halt. Einfach so, was kann ich machen? Solche Mons, sowas. Hier ist auch sowas, das ist ein bisschen kursiv. Weil ich mir dabei, Mega Tyranitar, das könnte ja auch ganz spannend werden. Einfach damit man mal so einen kleinen Überblick hat, was möchte man haben. Wir dachten aber auch, hey, sowas wie Taunty ist halt einfach insane, aber unrealistisch. Weil ganz ehrlich, das werden wir nicht bekommen. Ich wusste, dass ich halt am 9. Platz in der Draft, in der ersten Runde im Draft sein werde. Das heißt, vieles wird weg sein. Sowas wie Jiri kann man sich natürlich nehmen, aber es ist halt, ich möchte es nicht haben. Ich hätte es zwar picken müssen, gefühlt, wenn ich da dran gewesen wäre und Jiri offen gewesen wäre, damit Regi es nicht bekommt. Aber ich dachte mir, nee, das wird schon passen. Habe auch genug Leute überzeugt, dass es picken. Und deswegen haben wir jetzt eine lange Liste hier mit Picks und ja auch schon ein paar Optionen. Was ich mir dann halt überlegt hatte, war, okay, ich möchte um ein paar Pokémon bauen. Es hat anfangs mit Mega Schlappau angefangen, mit Mega Diancie, Mega Latias. Das waren erstmal die realistischen. Dann habe ich gedacht, okay, Mega Despotas wäre auch ganz cool. Mega Simsala war eher so meh, weil da hatte ich nicht Bock drauf, aber da mich so ein bisschen der gute Gelos und Levis dann überzeugt, den doch mal mir anzugucken. Der war dabei und dann hab ich mir gedacht, okay, machen wir ein paar unrealistische Sachen. Falls Jiri durchkommt, möchte ich dann doch mal ein Team drum haben. Oder Taunty, ja, dachte ich mir nicht. Deswegen gucken wir uns erstmal an. Mega Schlappau habe ich mir ein paar Variationen aufgebaut. So Mega Schlappau, Knacker, Vulkanier, Kobalium. Einfach so coole Monster, die zusammenpassen. Aber irgendwie, ich war mit den Varianten nie so zufrieden. Es hat alles nicht so zu mir gepasst. Deswegen war Mega Schlappau einfach nicht so meins. Ich werde übrigens das Planungsdock öffentlich stellen. Da könnt ihr dann mal gucken. Und falls ihr mal ein paar Ideen daraus spielen wollt, könnt ihr das gerne machen. Bei Mega Diancie hatte ich eine ganz interessante Idee. Weil ich habe mir gedacht, okay, Mega Diancie ist ganz cool, aber mit was möchtest du das in der Kombination nehmen? Und ich habe mir gedacht, im S wird Voltolus T nicht weggehen. Und ich dachte halt, die passen ziemlich gut. Guck mal hier, die Ground Weakness wird abgefangen, die Star Weakness wird abgefangen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Das kann schon mal ein bisschen miteinander synergieren. Voltolus T ist generell ganz nice, weil es einen Vollabsorber hat. Und es ist ein S-Pick, der nicht weggeht. Das heißt, du kannst relativ sicher spielen. Hast Momentum, hast Defog. Ist schon relativ cool. Da habe ich gedacht, so Richtung mit Vulcanium. Vulcanium war generell so ein Favoritenpick, den wollte ich generell haben. Der ist ziemlich cool. Also bam, 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 so Serial, Cobalium. Irgendwie sowas Cooles halt dabei. Mit halt so verschiedenen Optionen. Das wäre so eine Option gewesen. Und ich möchte nicht lügen, das wäre tatsächlich die zweite Option gewesen, hätte ich nicht das bekommen, was ich jetzt bekommen habe. Dann ging es weiter mit Mega Despotar, da habe ich mal geguckt, was möchte man da machen. So Caputo, Mega Despotar wäre ganz cool, das wäre meine erste Idee, weil ich finde die Synergien ganz nett. Und so habe ich mir überlegt, Stalobor. Aber ich bin da nie ganz zufrieden gewesen mit so Stalobor-Varianten. Man kann auch mit Gessladero oder so, mit Kapukime. Da dachte ich mir also, eigentlich keinen Bock da drauf. Und irgendwie war das alles irgendwie so ein bisschen kacke, deswegen da mir so, nee. Aber Caputo, Mega Despotar, das habe ich so im Kopf behalten. Das können ganz cool sein. Dann habe ich mir gedacht, okay, Megalatias, was haben wir denn da? Megalatias Pixar Volcano war dann so eine Idee. Aber eigentlich wollte ich Megalatias auch nicht wirklich haben, weil ich einfach keinen Bock hatte, den zu zocken. Deswegen war das auch schnell schon wieder weg. Haben also coole Mons wie so Pandago mal überlegt, Voluminas. Schon ein paar nette Mons, aber ja.
Dann kam halt so die Idee, okay, was ist, wenn Broken Jerry übrig bleibt? Bauen wir da ein Team? Erstmal gedacht, okay, was ist, wenn Broken Shigan übrig bleibt? So Rachi Bori aus Tier, das wäre ja Broken. Was wird man da machen? Da habe ich so ein paar Optionen drauf geschrieben. Falls das mal wirklich übrigens mal offen bleibt, dann holy shit, können wir ein geiles Team draften. Habe ich hier ein paar Ideen gehabt. Oh, ja, das sind auch alles Monster, die schon so nice sind. Da habe ich so überlegt, okay, Rachi Schlappo oder so, Kabukime. Kabukime war generell öfters dabei. Der ist gar nicht mal so bad, auch wenn er am S ist, glaube ich. Der synergiert halt mit ziemlich viel, deswegen ist er da halt auch relativ frei, weil er halt auch, ist glaube ich gar nicht weggegangen zum Beispiel. Und darf den ganz relativ spät picken. Und das war die Idee, so mein Vulcanion wieder, halt einfach so eine Standardsache. Dann habe ich die Jungs überzeugt, okay, gucken wir uns mal Megasimsala an, Megasimsala Pixie, Terrakium und so weiter. Oder Kabukime mit Kobalium, Skorgo. Das synergiert da eigentlich schon ganz nett. War schon mal nicht schlecht, war schon okay. Aber irgendwie so vom Draft dachte ich mir so, ja, Megasimsala ist doof. Aber dann dachte ich mir, okay, eigentlich denken doch all die Leute, Tonti hat Hurricane und Hurricane kann missen. Ist aber bestimmt schlecht geworden wegen Z-Moves. Deswegen, ich dachte anfangs, es wäre unrealistisch, auf Thorn, mit Thorn was zu bauen. Deswegen war das gar nicht dabei. Aber wenn wir schon was mit Jiri haben, dann bauen wir mal was Cooles mit Thorn. Und da ist ziemlich viel Sexy-Kram dabei rumgekommen. Und vor allem, was ich dann gemerkt habe, dass der Samstagsverlauf, dass Thorn zu spät weggegangen ist, da haben wir schon, da habe ich schon ein bisschen was mehr drüber gebaut, wo ich mir gedacht habe, mit Thorn, da kann man mal überlegen, da habe ich verschiedene Varianten, Clefable, Kabukime, Megasam vielleicht dazu, Kabloss hatte ich immer ganz kurz, Rotom Bosch, Koba, Despota. Und das war so die Idee nach. Tonti, Rotom Bosch, Koba, Despota, das ist schon ganz sexy. Deswegen hatte ich hier nachher sogar eine finale Version. Aber ich zeige die ganzen jetzt mal ein bisschen grafisch, so ein paar Varianten, die ich ganz geil fand. Das hier ist hier ist eine coole Megasam-Variante mit Terra, Pixie, Terrakium, Vulcanion. Die böllern einfach mit ein bisschen Pivots dann dazu. Das ist schon ganz cool gewesen, glaube ich. Steel-Tabs auch noch für Sam und Terra zum Trappen, also Magneton halt. Aber ist halt so, wäre nichts draus geworden. So, das war auch eine coole Serien-Variante mit Key, mit Koba und so. Das wäre auch nice geworden mit Gliscor, glaube ich. So, Rocks, Defog ist ja alles on Deck. Paar Pivots und alles, um Mega Serien zu supporten. Also noch ein Warbreak im Mondagoras. Ich glaube, es wäre auch ganz cool geworden, aber das wollte ich nicht. Hätte ich auch nicht bekommen, wenn Koba relativ früh weggegangen ist. Dann habe ich mir gedacht, okay, haben wir noch eine andere Variante. Hier ist Mega Serien, Kabukime, Koba, Tregefano. Das wäre natürlich geil gewesen, aber das war also schon klar, dass man Demons nicht so leicht bekommt. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, mal gucken, was wir jetzt kriegen. Überlegen wir uns doch mal ein geiles Team mit Tonti. Und dann habe ich für mich so eine Kombination ins Herz geschlossen. Das war die Kombination aus Tonti. Ich zoome mal, glaube ich, ein bisschen. Das kann ich doch, ja. Zoomen wir mal ein bisschen. War die Kombination aus Tonti, Rotom Bosch, Koba und Megatita. Und das fand ich ja richtig nice. Das war Pivot, Pivot, Pivot. Wir haben Rocks, wir haben Defog, wir haben alles schon zum Support. Zweimal Rocks, zweimal Defog und wer Megatita einfach böllern kann. Und einfach auch da ein bisschen Support drauf. Weil das finde ich, ist halt eine verdammt geile Teamvariante. Da habe ich mir überlegt, was möchte ich dazu picken. So, Elfen fand ich auf jeden Fall ziemlich nice. Der war ziemlich cool. Der hat auch reingepasst. Nochmal so ein Pivot mit Defog. Also ein paar Bombs, die böllern. Tamrak, Libella, Hooper, Tektas und dann Keifel und Pyroleo, einfach um das ein bisschen abzurunden. Das wäre ganz cool gewesen, aber ich habe mir gedacht, so nice ist das auch nicht. Nehmen wir mal, gucken uns die Variante mal an. Das ist dann schönes Thorn mit, wieder Rotom Koba. Da haben wir diesmal jetzt Hooper und Entei, ein paar andere Warbreaker. Die sind tatsächlich ein bisschen besser gegen Electric-Type, das Team. Hab auch nochmal einen Water-Type, nochmal Rocks und so. Und Entei, glaube ich, wäre auch ganz geil gewesen, von Stagger, Bisbug. Ich glaube, da war auch Bisbug dann dabei, so als, weil der muss, wenn nicht von Sandsock mit Mega Despota kann ich das nutzen mit Bisbark. Hat sich die Idee ein bisschen in meinem Kopf geformt und das Ganze entwickelte sich dann so zu dieser Idee dann. Was halt für mich danach das Dream Team war. Mit Tonti, Rotom Bosch, Koba, Mega Despota, Scaraborn, Tandrak, Bronzong, Elfen und Lavados ist geil. Bisbark und die Sandburg und das war auf jeden Fall der Plan, mit dem ich reingegangen bin. Weil ich habe mir gedacht, wenn ich Thorn bekomme, ist es unwahrscheinlich, dass jemand Koba pickt oder Rotom Bosch so früh. Vor allem, die sind ja auch jetzt schlechter geworden, so die nimmt doch keiner so früh. Ja, und dann Megatitan, das war alles nice gewesen. Tja, gucken wir uns mal jetzt das Team an, was wir bekommen haben. Ah, hat nicht so gut funktioniert. Also, wie ist genau das Team jetzt zustande gekommen? Ich habe auf jeden Fall Thorn gefirstpickt. Habe tatsächlich Regi hinter mir danach gesniped, das war ganz nice. Weil ich mir dachte, ah, nice, Thorn ist richtig geil. Und dann so, ach, Regi gesniped. Aber dann tatsächlich kam Regi und pickte seinen A-Pick. Seinen allerersten, in der ersten Runde, und es war Kobalium. Und die nice Synergie zwischen Thorn und Koba war schon mal weg, weil ich finde ja halt einfach nice. Wurzelbridge und Newton, Rocks und Defog, Ying und Yang, Ground Weak, Ground Immunity, Fighting Weak, Fighting Resist. Ist einfach, ist schon ziemlich nice. Pivots und Pivots. Das ist halt nice. Und dann, danach ist auch noch Rotom weggegangen und zack, meine S-Alternative, meine A-Alternative, beide weg. Blöd.
Ja, und dann dachte ich mir, was mache ich jetzt? Ich war ein bisschen frustriert, weil halt ich dachte, okay, wenn ich Ton kriege, dann gehe ich garantiert diese Variante. Sonst wäre ich die Megadianzi-Variante gegangen, aber meine Variante, die ich gebaut habe, war weg. Das heißt, während des Drafts habe ich immer weiter umgebaut, immer weiter geguckt, was möchte ich denn jetzt haben. Ich bin tatsächlich dann bei Panferno gelandet. Ich dachte mir halt, hey, Panferno ist eigentlich ziemlich nice. Es ist ein bisschen Ersatz für halt, für Cobalion. Und ist halt einfach anders gut, ne? Es hat halt Rocks, U-Turn, das ist halt das, was ich haben möchte. Und Darkwood ist halt schon ein selber Speed. Das ist schon mal nice. Ist halt nicht so bulky, ne? Aber kann halt trotzdem reinhauen, weil es einfach Panferno ist. Wir wissen halt, physisch speziell, offensiv kann sie zocken, hat starke Steps, kann es die, hat Boosting Moves, kann sie Scarf zocken, kann sie wie auch immer zocken, hat Prioritäts, muss halt einfach, ist ein Fire-Type, ist halt schon ziemlich sweet. Also dementsprechend, da muss ich schon sagen, das war schon, ja, ein Pick, den ich schon ganz nice fand. Ich guck mal gerade, ob ich noch finde, was ich anfangs alternativ vorhatte. Das war schon nicht so bad. Aber dann habe ich mir halt aber überlegt, okay, ich hab Panferno, ne? Und was mache ich denn dann? Ich könnte sowas mega Ambros sagen, soll ich wieder, dass ich die Mega Tita-Route gehen? Könnte ich machen. Weiß ich nicht, ob das geil wäre. Ah, alles ein bisschen crazy. Gut. Da habe ich mir gedacht, okay, was mache ich? Ich habe mir überlegt, ich mache vielleicht eine coole Route mit sowas mit Mega Dianzi auf. Ich will mal ganz kurz zeigen, wie die aussah. So, das war so eine der Ideen, die ich mal hatte. So, dann Torn, Panferno, dann irgendwie so Mega Dianzi, Sasa, Bronzong und Scaraborn und so. Und Bronzong habe ich halt auch tatsächlich, ja, habe ich mir gedacht, brauche ich, weil jede Variante, die ich gebaut habe, hatte eine Ground Pick. Deswegen wurde tatsächlich auch Bronzong mein Third Pick, glaube ich. Sollte mein Third Pick gewesen sein. Mein Bronzong wurde dann mein Third Pick. Und ich dachte mal, das ist schon ziemlich nice. Bronzong ist cool. Aber ich glaube, dann irgendwann ist auch Mega Dianzi relativ schnell weggegangen. Und, beziehungsweise, ich glaube, die Variante hat nicht gepasst, weil auch Monster von hier weggegangen sind. Deswegen dachte ich mir, okay, das fliegt auf jeden Fall weg. Das ist natürlich schon ein bisschen doof. Deswegen habe ich so ein paar andere Varianten gebaut, die auch ganz nice waren. Zum Beispiel hier haben wir so eine Variante mit der Caputoro. Mega Despot, da sieht man schon ein bisschen, na, guck mal, da ist schon ein bisschen die Idee dabei. Tandrak, da sind ein paar andere Mods noch dabei, so Tech, das wäre auch nice gewesen, aber. Okay, dann habe ich aber überlegt, gehen wir in eine andere Richtung, vielleicht so mit, vielleicht wieder im Ground-Type mit Zygarde, aber auf Zygarde habe ich echt keinen Bock. Die D-Packs waren, glaube ich, kacke oder so, die ich da gedingst habe. Ich habe immer wieder geändert, halt natürlich immer wieder hin und her. Das wäre aber schon nice gewesen, so eine Variante. Dann habe ich mir gedacht, okay, whatever. Weil, scheiß drauf. Ich hätte noch eine Variante gebaut. Ich brauche eine gute Hazard Removal. Zack, nochmal eine Bulu-Variante. Nochmal wieder Bulu, Mega Despota. Warum Bissbug? Das war halt dann, glaube ich, irgendwann auch so einfach mein Standardzustand. Deswegen dachte ich mir dann, okay, ich habe jetzt den vierten Pick. Wir machen jetzt einfach, wir picken Bulu. Bulu synergiert mit dem Team aktuell auch ziemlich nice. Deswegen kam dann auch Tapu Bulu in mein Team, weil er auch einfach ziemlich nice ist. Der böllert, der bringt das Grass Train, das bringt er generell in meinem Team relativ viel. Vor allem, wenn ich dann ein bisschen überlegen möchte, vor allem, wenn ich ein bisschen bauen möchte. Und es war halt nice. Das war halt schon eine Idee. Man sieht aber auch zum Beispiel in dem Team, was ich hier hatte. Ich hatte auch sowas wie Sherox eine Idee. Das war wirklich so. Das hätte ich, glaube ich, so gepickt. Vielleicht. Ah, nicht so nice. Aber so Sherox wäre auch nice gewesen, ne? So als Ziel haben so. Oh, ups. Nein. Aber ja. Aber gut, kann man nichts machen. Ist halt so. Kann man nichts machen. Deswegen dachte ich mir dann, okay. Uff. Ich habe dann auch, glaube ich, irgendwie so noch eine andere Variante gepasst. Ich habe da keinen Screenshot von gemacht. Mit Nidoqueen und Mega Ampharos. Das wäre halt auch nice gewesen. Ich glaube, ich habe davon keinen Screenshot. Nee, ich habe davon keinen Screenshot gemacht. Ja, mit Nidoking, Mega Ampharos. Weil ich mir jetzt gedacht habe, beim 5. und 6. Pick, was mache ich jetzt? Weil ich hatte einen Doppelpick. Und ich musste irgendwie reagieren auf das, was ich mache. Und ich musste irgendwas picken, was energiert. Also ich hätte entweder Nidoqueen Mega Ampharos gepickt. Oder, wie ihr sehen, Mega Despota und Bissbug. Und die bringen mir nochmal relativ viel. Weil, die bringen mir einmal kriege ich nochmal Rocks. Ich kriege in dem Fall verdammt nice Pursuitor Mega Despota. Ich kriege Sandsturm, was halt tatsächlich dem Bissbug hilft. Weil dann kriegt er eine doppelte Initiative. Und ich habe damit einfach nochmal was richtig Gefährliches. Einen richtig gefährlichen Late-Game-Sweeper einfach eingebaut. Für einen C-Pick halt. Und da habe ich mein A-Mega voll gemacht. Und habe ein richtig nice Mega. Und habe eigentlich generell schon eine ziemlich geile Synergie da. Weil ich glaube halt, dass Tita halt auch sowas wie beim Ferno halt richtig helfen kann. Indem es halt so Psychic-Types Pursuit. Oder generell halt einfach vom Grass-Train super supported wird. Und ich wollte halt nicht irgendwie schon
drei Ground Weeks haben, einfach indem ich halt Nidoqueen und Mega Ampharos picke. Das wäre richtig Heat gewesen, ich hätte auch richtig Bock gehabt, aber ja, bin ich halt dann die Route gegangen, das war schon ziemlich cool. Und da war für mich halt schon ein bisschen klar, ich möchte Almon auf jeden Fall in dem Team haben. Den Rest, da kann erstmal ein bisschen offen bleiben, aber Almon, obwohl, nee, Blödsinn. Bevor ich das Mon gepickt habe, habe ich ein was anderes gepickt. Ich habe mir gedacht, okay, ich brauche, also das Ding ist halt, aktuell habe ich nur, Torn als Hazard Removal. Und das kann nicht sein, das kann echt nicht angehen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, und ich brauche auf jeden Fall eine Ground-Type. Ich muss auf jeden Fall was gegen Electrics machen, weil die sehen aktuell noch echt scary aus. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall eine Ground-Type, der deformen kann. Und auch nochmal was, was mir Momentum gibt, weil aktuell habe ich halt so Mons, die rumsitzen, sowas wie Bulu, Megatita, Bronzong und Stoutland, das ist ein bisschen kacke. So, die dürfen nicht die ganze Zeit rumsitzen und ich brauche ein bisschen Momentum im Team. Deswegen habe ich mir dann Flygon gepickt, es hat mir nochmal einen Default gegeben, es hat mir den Ground-Type gegeben, es hat mir dann, ja, natürlich U-Train gegeben. Es ist halt einfach nice. Also Levitate auch noch, dachte ich mir, ist auch nochmal cool und dementsprechend ist er dann in mein Team gekommen. Und der zweite Pick war genau das, quasi dieselbe Argumentation, aber auch weil er in dem Team schon richtig Sinn ergibt mit dem Typing, weil Electric habe ich noch nicht, Ghost habe ich noch nicht, nur mal ein Levitate-User, Defog, Volt Switch, einfach richtig nice und das ist das normale Rotom, das dann auch ins Team gefunden habe. Und tatsächlich, da war ich dann relativ froh, weil dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist es gar nicht mal so schlimm, mir eigentlich jetzt auch egal, was reinkommt. Ich hatte jetzt noch ein paar Varianten überlegt, wie ich das Ganze jetzt fertigstelle. Da war halt aber alles ein bisschen noch scary und alles ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Ich glaube, ich kann. Ich habe ein paar Varianten sich gescreenshottet. Weil ich mir ein bisschen überlegt habe, wie finische ich das Ganze jetzt. Und ich war mit sehr viel, glaube ich, nicht zufrieden. Ich hatte dann auf jeden Fall noch keinen Bulky Water Type. Das war alles ein bisschen, ja, scary. Deswegen dachte ich mir, okay, picken wir mal ein. Machen wir mal so auf. Das war, glaube ich, die allererste Variante oder so. Ich habe mir dann gedacht, okay. Ich kann halt vielleicht auch darauf verzichten, einfach nur Tactus als Water-Type picken. Also ein bisschen kacke, ich hatte ja vielleicht Skundang noch Defog Magnezone, um was zu trappen. Aber die Variante mag ich eigentlich gar nicht. Die mochte ich eigentlich nie wirklich, deswegen habe ich mir gedacht, nee, gucken wir uns eine andere Variante an. Okay, ein Bulky Water-Type im Sinne von Tentacruel gibt mir nochmal einen Spinner. Das wäre ganz cool, glaube ich, so ein Poison-Type habe ich noch nicht. Das Ganze nice, einfach so kann einfach Stelka, Keifel. Das wäre ganz nice, nochmal so ein Ground-Type auch noch dazu mit Rocks. Das denke ich ist ganz nice. Ich glaube, Keifel ist weggegangen. Also das war dann keine Option mehr. Das Staker Tentoxo war noch offen. Da habe ich mir gedacht, okay, na, vielleicht kann man auch noch Tektas die Variante machen. Das war auch noch, bevor Kai weggegangen ist. Tektas ist aber auch weggegangen. Die waren beide weg und dann war noch Tentoxo da. Dann habe ich mir überlegt, okay, was picke ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was will ich jetzt machen? Ja. Dann habe ich mich für Folgendes entschieden. Ich glaube, ich habe mich zuerst dafür entschieden. Ich habe mir gedacht, okay, ich brauche irgendwie noch einen Bulky Water Type. Aber ich möchte nicht Tentoxo haben. Weil ich fand Tentoxo so langweilig. Und ich dachte mal, ich habe schon 200 Speeds, die mag ich einfach nicht. Und der böllert auch noch nicht, ich wollte auch irgendwas haben, was böllert. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich nehme einen anderen Bulky Water Type, weil ich habe so geguckt, was ist alles noch offen. Und dann plötzlich kommt so Gastrodon in mein Auge. Fällt einfach so in mein Auge und denke mir so, das passt richtig rein. Gastrodon ist generell, wird ja generell als ein sehr, sehr guter C-Pick immer beschrieben. Hat ja auch die schöne Water Immunity. Und ist ja generell ziemlich bulk und kann man, denke ich mal, auch für auch viele Higher-Tip-Picks halt auch als Check verwenden. Deswegen dachte ich mir, oh, das ist ein Match made in Heaven. Und so ist Gastrodon dann in mein Team gekommen. Ich hatte dann noch zwei Picks dann danach offen und dann dachte ich mir, okay, eigentlich ist das nicht so wichtig, was ich jetzt letzten C- und D-Pick nehmen. Der letzte B-Pick war mir relativ klar, weil ich dachte ab dem Punkt, okay, ich kann jetzt entweder jetzt Tentacruel picken, so als Spinner, aber ich kann auch was anderes machen. Ich kann mir denken, okay, nee, will ich nicht. Ich möchte irgendwas, was böllert haben in B. Deswegen war für mich klar, okay, B wird Dragalge sein. Aber B war auch nicht so prioritätsmäßig, weil ich glaube, ich hatte nur noch sehr wenig Leute Picks offen und keiner wollte was haben, was ich da haben wollte. Deswegen dachte ich mir, okay, der vorletzte Pick wird einfach das gute Forstelka sein. Weil es gibt mir A nochmal einen Spinner, es gibt mir nochmal einen Wurzel, was ganz nett ist, und alle möglichen Hazards. Das ist halt einfach so ein richtiger Utility-Pick, der natürlich nicht so amazing ist, aber deswegen ist er halt auch ganz, ganz unten als Pick. Und der kann mir auf jeden Fall in manchen Matchups auf jeden Fall helfen, indem er einfach Momentum gibt, indem er einfach irgendwelche Hazards gibt, indem er spinnt, was auch immer das gerade machen möchte. Es unterstützt mein Team einfach richtig und gibt mir einen weiteren Steel-Tap und einen Bug-Tap, den ich nicht brauche, aber den ich habe. Und ja, dann kam es ja dazu. Alle hatten schon ihre schönen Picks und deswegen dachte ich mir, okay, was machen wir jetzt? Wir picken jetzt das Pokémon, auf das ich schon, was ein paar Draft-Plan war, wo ich auf jeden Fall Bock drauf habe.
Und das ist das gute Drakalji, das gute Tundrak. Und das Ding böllert, das Ding ist nice. Und das Nice an Tundrak ist auch noch, man könnte vielleicht meinen, okay, Electric Types sind ganz nice, aber das sind sie halt nicht, weil guck mal, Tabu Bulu, da müssen wir jetzt HP Poison zocken. Gegen Flygon, HP Ice, gegen Gaston, HP Grass, gegen, keine Ahnung, Drakalji tooten ihn noch nicht mehr mit HP Ice, Rotom ist auch kacke. Ja, ist richtig doof für die. Und Tundrak hilft mir einfach nochmal, dass ich halt einfach noch ein bisschen abgesicherter bin gegen diese Electric Types. Und er böllert, wie gesagt, einfach richtig rein, weil er hat einfach Adaptability, Draco, Sludge Rift, das kann er einfach richtig reinhauen. Hatte noch einen netten Move-Pool mit T-Spikes auch noch, Scald und Focus Blast und kann auch HP Fight zocken. Das kann auch schon ziemlich nice werden. Ich glaube, der rundet mein Team einfach nochmal ein bisschen ab, weil ich nochmal jetzt ein bisschen spezielle Power habe, weil ich halt auch genug physische Power habe. Und ich glaube, das war dann auch gegen Ende der beste Pick, auch weil ich Grass Strain habe und deswegen Ground Weakness mir nicht so weh tut. Gegen Ende habe ich auch, glaube ich, ich habe noch 3 Ground Weak Pokémon. Ich dachte, das werden mehr. Aber ich glaube, ich habe halt auch ein paar gute Pokémon gemacht. Ich habe einfach gegen Ende. Ich habe 4 Ground Immunities und 1 Resist und Grass Strain. Alter, das Team hat gar keinen Bock auf Ground Moves, glaube ich. Das ist schon ziemlich nice. Und ich glaube, ich bin auch gegen alles abgesichert. Ich gucke gerade, ob ich alle Typings habe. Ne, ich habe keinen Eisteil, weil ich glaube, wir brauchen einen Eisteil. Weil ich habe Normal Type, einen Bismarck Kampf Fighting Type, ich habe einen Flying Type, ich habe einen Poison Type, ich habe einen Ground Type, ich habe einen Rock Type, ich habe einen Bug Type, ich habe einen Ghost Type, ich habe 2 Steel Types, ich habe einen Fire Type, ich habe einen Water Type, ich habe einen Grass Type, ich habe einen Electric Type, ich habe einen Psychic Type, hey. Ich hab, ja okay, der Ice-Type, der fehlt, aber ganz ehrlich, Ice ist gar nicht mal so nice. Obwohl, also es sind sehr viele Teams tatsächlich in der GPL Ice-Pick, also so ein Frigometri, was ich tatsächlich mir überlegt habe, hat Capybara jetzt geholt. Das wäre auch ganz nice gewesen, so anstelle von Forstelka, I guess. Ah ja, hätte ich aber ja keinen Bug-Type. Okay, man braucht auch keinen Bug-Type. Alles schon ganz cool. Dragon-Type, hey, habe ich sogar 2. Alle haten auf den beiden Dragons, aber Tundrak wird alle böllern. Flygon ist natürlich nicht so nice, aber es passt halt in der Rolle, in der es ist und hilft mir nochmal gegen Electric Types, einfach am Teambuilding. Einfach wegen diesem Typing. Deswegen, ich glaube, es macht halt genug. Es wird halt auch genug machen. Hat auch Roost, was halt nice ist. Wird schon passen. Ich sage als Hater. Dark, ich habe richtig starken Dark Type Mega Tita und ich habe einen Fairy Type mit. Gut, ich habe jetzt keine so normale Fairy mit Bulu. So eine defensive Fairy ist das natürlich jetzt nicht so wirklich. Aber kann ich machen mit Synthese oder Leech Seed oder so. Aber ja. Das passt. Und ich glaube, das Team kann relativ gut auf jeden Fall synergieren, vor allem miteinander. Also U-Turn, da kann er wieder mal ein bisschen mehr Turn-Turn machen. In so ein paar Bulkimons gehen einfach BAM und richtig stark reinhauen. Das ist, glaube ich, ziemlich cool. Ich kann auch defensiv sehr viel besiegen, glaube ich. Ich kann halt sehr viele Mons checken, weil ich halt so einfach ein bisschen, ich glaube, das ist einfach so Bulky-offen, würde ich mal sagen. Weil ich halt sehr, sehr Bulky-Sachen habe. Selbst so, das Frailste von mir ist halt wirklich so Panferno und Rotom. Würde ich mal behaupten. Der Rest kann halt einfach immer Hits tanken, ne? Selbst Panferno kann halt einfach wegen dem Typing halt oft reinkommen, genauso wie Rotom. Und deswegen sind die halt, die haben halt, machen alle Utility, haben halt alle irgendwie die Typings, erfüllen halt alle irgendwelche anderen Nischen. Defensiv muss ich ganz ehrlich sagen, das einzige Mal, was jetzt wirklich keine so große defensive Nische erfüllt, ist jetzt einfach Bismarck. Aber Bismarck ist wirklich der Late-Game-Client, der kommt einfach rein, böllert. Und er muss halt auch nicht eine defensive Nische erfüllen, weil er reinbomben kann. Aber selbst wenn, kann er mit Bedrohern im defensiven Set schon doch irgendwie sowas wie Zygarde checken oder so. Also, das ist halt einfach ein richtig cooles Team, wenn ich ehrlich bin. Und dafür, dass ich halt, dafür, dass meine ganze Planung irgendwie, die ich gemacht habe, irgendwie, ja, zerstört wurde durch irgendwelche Picks und so, glaube ich, dass ich halt auch eine ziemlich gute Arbeit gemacht habe mit diesem Team. Und ich bin sehr gespannt, wie die ersten Kämpfe sein werden. Tatsächlich habe ich jetzt bald meinen ersten Kampf. Tatsächlich heute, an dem Tag, an dem ich aufnehme, kämpfe ich gegen Regi. Deswegen wollte ich auch dieses Video aufnehmen, weil ich möchte nicht nach dem ersten Kampf über den Kader reden. Das ist irgendwie ein bisschen doof, weil falls dann doch irgendwelche Schwächen auftreten, das wäre natürlich ganz doof. Deswegen passt das, denke ich mal. Aber ja, ich bin zufrieden, muss ich sagen. Ich mag den Kader. Ich glaube, mit dem Kader werden wir auf jeden Fall die Playoffs schaffen. Und dann denke ich mal, in den Playoffs uns, denke ich mal, auch gut schlagen können. Das Team gibt uns auf jeden Fall die Optionen. Und ja, der Wille ist da. Jetzt muss nur noch der Weg bereitet werden. Ich hoffe, ihr werdet sehr viel Spaß bei dieser Season haben. Versucht das Team Kleinstein Skate zu hypen. Gibt es auch einen Merch-Shop? Sollte auch in der Beschreibung sein. Da könnt ihr euch ein schönes Kleinsteinsgate T-Shirt oder Hoodie und so weiter holen. Ich habe tatsächlich gerade meinen Hoodie an. Habe ich in Grau geholt. Passt das Ganze. Holt es nicht in Schwarz mit dem Hintergrund. Das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. So weißes T-Shirt ist, glaube ich, geil. So grauer Hoodie, das ist okay. Aber Schwarz ist ein bisschen doof. Aber der Rest sieht eigentlich ziemlich nice aus. Gut. Dann würde ich mal sagen, viel Spaß beim Kämpfen. Bis dann und ciao.